Hallo. Nach langer Zeit gibt es hier auf diesem Kanal wieder mal ein LWOGL-Tutorial und heute zeige ich euch die Neuerungen in LWOGL Version 3 gegenüber LWOGL Version 2. Und zwar habe ich hier wieder mal ein Projekt erstellt und erstmal die LWOGL.jar und den Native-Ordner reingezogen aus dem ZIP, das ich heruntergeladen habe. Der Link wird in der Beschreibung sein. Und im Prinzip ist es dieselbe Vorgehensweise wie bei LWOGL 2, nämlich dass wir einfach auf die JAR-Datei rechtsklicken, Build Path, Add to Build Path. Und da wir hier keine lwoggl-util.jar haben, müssen wir in diesem Fall bei der lwoggl.jar die Native Libraries hinzufügen. Und zwar ist das Workspace und Native. Nachdem das jetzt geschehen ist, legen wir erstmal eine Main-Klasse an. Und zwar im Package core.main und die Klasse heißt natürlich Main Class und die bleibt erstmal leer. Und dann brauche ich noch eine Game Class und in der kommt jetzt die ganze Logik rein. Das Neue in LWGGL 3 ist, dass es nicht mehr die Standard OpenGL C-Klassen benutzt, sondern die GLFW. Das ist ein weiteres Binding für OpenGL, das in C und C++ benutzt werden kann. Und es stellt eben einige Funktionen zur Verfügung. Unter anderem zum Beispiel auch das neue Vulkan der Kronos Group, welches eine Erweiterung der OpenGL ist. Und auch Controller zum Beispiel kann man damit ansteuern und das werden wir im nächsten Tutorial lernen. Hier geht es erstmal weiter, indem ich etwas kopiere. Und zwar ein paar Static Bindings. Nämlich das GLFW Static Binding, das GL11 Static Binding für das Zeichnen von GL-Sachen und Memory Util. Und wir legen erstmal ein paar Felder an, nämlich Private Long Window. Das ist unser Window Handle, mit dem tun wir später das Fenster, in dem wir zeichnen müssen, ja, Einstellungen tätigen, dort zeichnen, die Buffer wechseln und so weiter. Und dann noch zwei Integer, Width und Height und einen Konstruktor. Und in dem weisen wir die beiden Felder zu. Dann legen wir eine öffentliche Funktion mit dem Namen init an. Und in die kopiere ich mal einen Code rein und erkläre den Schritt für Schritt. Und hier müssen wir eine Klasse importieren. Also zuerst wird geprüft, ob GLFW bereits initialisiert wird und also ob GLFW initialisiert werden kann und falls das nicht der Fall ist, werfen wir eben eine Exception. Dann setzen wir zwei Window Hints, also Window Fenstereigenschaften, nämlich zum einen, ob das Fenster sichtbar ist, das wollen wir am Anfang noch nicht, deswegen GLFW false und ob das Window resizable ist und also die Größe änderbar. Und da wir das auch nicht wollen, setzen wir das hier auf false. Danach noch erstellen wir das Fenster über den Window Handle und zwar mit GLFW Create Window. Der hat die Parameter, was wir hier sehen können, Width, Height, einen Titel, einen auf welchem Monitor es angezeigt werden soll und die Share-Variable habe ich nicht so genau nachgelesen, ist aber auch nicht wichtig. Und da wir den Monitor erst später zuweisen, habe ich hier erstmal null geschrieben. Das nächste ist, falls das Window nach dem Erstellen null ist, also falls das Erstellen fehlgeschlagen ist, dann werfen wir ebenfalls wieder eine Exception. Danach holen wir uns die Monitor-Daten, nämlich mit Width Mode. Und vom Primary Monitor, das ist in dem Fall dieser Monitor. Da muss man auch aufpassen, wenn man zwei Monitore hat, so wie ich, dass man eben den richtigen Monitor erwischt.
Und dann zentriere ich das Fenster, indem ich hier die Koordinaten für das Fenster auf die Hälfte der Breite und die Hälfte der Höhe des Monitors setze. Dann machen wir noch das Window zum Current Context, damit es auch das richtige Window ist später, wenn wir zeichnen und so weiter. Und einen Swap-Intervall legen wir auch noch fest. Und dann, da wir erst vorher das Window auf Non-Visible gesetzt haben, müssen wir es jetzt noch anzeigen, und das ist mit GLFW Show Window. Die nächste Funktion, die wir erstellen, heißt Loop. Und in der Loop, das ist eben die Schleife zum Anzeigen vom Spiel, und da kopiere ich erstmal eine Zeile. Das ist eine wichtige Zeile, weil bei der geht es nämlich darum, dass da GLFW eben eine Native Library ist, in C geschrieben und eingebunden wird über die Java Native Libraries, müssen wir die Übertragung zwischen der Native Library und der Java Library gewährleisten. Und das machen wir eben mit diesem Funktionsaufruf, mit GL Create Capabilities. Da muss ebenfalls wieder etwas importiert werden. Und dann können wir schon mit dem Zeichnen anfangen. Und zwar geht es dann weiter mit dem üblichen, nämlich GL Matrix Mode Projection und nachher wieder Matrix Mode Viewport für die Anzeige. Und da kommen wieder zwei Zeilen rein, nämlich Viewport 00 this width this height, dass wir den Viewport vom Fenster von 00 bis breite Höhe setzen, und wieder die GL-Ortho, die so ist, wie wir es bisher immer hatten, nämlich von links 0 bis rechts Breite, von unten Höhe bis oben 0 und Near und Far von minus 1 bis 1. Dann setzen wir erstmal die Farbe die Hintergrundfarbe mit GL Clear Color. Und das soll eben schwarz sein. Und Alpha ist 1. Und einen Zirkumflex wäre auch nicht schlecht. Ein Semikolon. Und dann die While-Schleife mit GLFW Window should close. Also wer sich hier mit prozeduraler Programmierung in C auskennt, der sollte merken, dass das nicht wirklich was mit Java zu tun hat, weil in Java hat man solche Funktionsnamen normalerweise nicht. Da gibt es eine Klasse und von der kann man den Parameter abrufen. Und da das eben ein Native Binding ist und die ganzen Funktionen eben aus C übernommen sind, sieht das ein bisschen blöd aus, wenn man das in Java hat. Aber es ist immer noch eine bessere Alternative, als man zeichnet alles mit Java Swing Funktionen. Und dann kopiere ich hier wieder mal ein bisschen Code. Nämlich clearen wir hier wieder mal den Buffer am Anfang und sollten das nicht verschieben. Und danach setzen wir die Farbe und zeichnen ein Quadrat von 100-100 bis 200-200. Und nach dem Zeichnen müssen wir noch den Buffer swappen mit GLFW Swap Buffers. Hier kommt wieder der Window Handle rein und danach GLFW Poll Events. Das ist für die Key-Events, die wir aber nicht verwenden werden, weil diese Key-Events in Java extrem langsam sind. Da ist es besser, man fragt die individuellen Keys einzeln ab. Und das werden wir im nächsten Part machen. Und eine Funktion fehlt dann noch, nämlich public void terminate. Und hier machen wir glfw destroy window. Window, um das Fenster aus dem Arbeitsspeicher zu entfernen, und glfw terminate, um die glfw handles aus dem Arbeitsspeicher zu entfernen. In der Main Class machen wir jetzt Folgendes, nämlich erstellen wir hier erstmal ein neues Game mit 800x600 wie üblich und eine try g.init und g.loop.
mit einer Finally, also das, was danach passieren soll, und das soll sein GL, also G.terminate. Starten wir nun das Programm, sehen wir Folgendes, nämlich hier, dass das Ganze funktioniert hat. Wir haben jetzt hier eben im Bereich 100-100 bis 200-200 ein weißes Quadrat, und zwar ist das eben genau das, was wir wollten. Danke fürs Zusehen.